Was bedeutet eigentlich der Begriff Haarschaltung? Eine Haarschaltung ist eine Schaltung, die aussieht wie ein Haar. Und bei einer Haarschaltung sind die Gänge 1, 2, 3 und 4 immer gleich. Das heißt, der erste Gang ist zu euch nach oben, der zweite Gang ist zu euch nach unten, der dritte einfach langsam nach oben, der vierte einfach langsam nach unten und der fünfte zu mir, also zur Fahrlehrerseite und nach oben. Hättet ihr einen sechsten Gang, müsstet ihr den runterziehen. Von 5 auf 4 einfach wieder in die Mitte nach unten. Von 4 auf 3 einfach in die Mitte nach oben. Jetzt kommt's wieder. Von 2 auf 1, von 3 auf 2 zu euch nach unten ziehen und von 2 auf 1 zu euch nach oben. In der Mitte haben wir den Leerlauf. Der Rückwärtsgang bei diesem Fahrzeug ganz nach rechts und nach unten. Es kann sein, dass bei den anderen Fahrzeugen der Rückwärtsgang woanders ist. So einfach geht's mit einer Haarschaltung.